3 bis 4 Grad Lufttemperatur und 8 Grad Wassertemperatur sind Mitte November keine Seltenheit. Für die meisten Menschen sind dies keine idealen Bedingungen, um baden zu gehen. Entsprechend menschenleer und ruhig ist es am idyllisch gelegenen See bei Steißlingen. Doch diese Badegäste kommen gerade wegen der niedrigen Temperaturen. 4,5 Grad Lufttemperatur und im Wasser so 8,8 Grad. Passt. Für Marc Keutka und seine Wassersportfreunde beginnen heute die Vorbereitungen zum Iceman-Event in Ludwigshafen am Bodensee. Nur in normaler Badebekleidung starten Birgit, Marc und Adam heute mit dem, wie sie es nennen, Kaltwasser-Gewöhnungstraining. Ich war nie ein Schwimmer, überhaupt nicht. Ich bin erst seit 2 Jahren wieder am Schwimmen. Ansonsten, ja, ist einfach nur jetzt das Gefühl, wenn man aus dem Wasser rauskommt, man fühlt sich super, man ist froh, dass man was gemacht hat. Und deswegen ist der Grund, weshalb ich jetzt überhaupt am Eisschwimmen teilnehme. Der erste Impuls ist, man will wieder raus, sofort wieder raus. Und wenn man das dann aber überwunden hat, so 30 Sekunden, 20, 30 Sekunden, dann ist man drin und dann ist es einfach wirklich so, dass man sagt, boah, das ist ja klasse. Also das Wichtigste ist, wenn man reingeht, ist dieses Hecheln. Das kommt, wenn so das Wasser so überhalb vom Po auf den Körper trifft, einfach zu unterdrücken. Es ist einfach nur eine mentale Sache. Man muss sich halt darauf einstellen, worauf man sich einlässt, dass es halt kalt sein kann. Ansonsten kann es eigentlich jeder. So die erste Minute will man einfach nur wieder raus, dann fängt man an zu schwimmen, dann geht das Gesicht ins Wasser. Das ist auch wieder die nächste Überwindung und dann, wenn sich das alles ein bisschen eingependelt hat, dann wird es dann zwischendurch warm, ist dann wieder schön. Und danach, wenn man draußen ist, eine Dreiviertelstunde ungefähr, bis der Körper sich wieder aufgewärmt hat. Inzwischen sind die drei auf der gegenüberliegenden Seeseite angekommen und schwimmen nun parallel zum Ufer, ihre leuchtend gelben Bojen hinter sich herziehend. Ja, die Boje, das ist ganz wichtig, weil man kann ja immer mal einen Krampf zum Beispiel bekommen oder vielleicht sich auch einfach nicht gut fühlen und dann kann man sich an der Boje festhalten. Und im Sommer, wenn man schwimmt im See, dann ist es auch wichtig, dass man gesehen wird. Mit der Boje wird man natürlich gesehen, weil die ja hinter einem her schwimmt und das ist zur Sicherheit und das ist ganz wichtig. Bei vielen Sporttreibenden besteht der Wunsch, sich in ihrer Sportart mit anderen zu messen. Auch im Eisschwimmen finden Wettbewerbe statt. Ich sag mal, das Mekka des Eisschwimmens in Deutschland ist Burghausen. Nächstes Jahr im Januar ist jetzt zum dritten Mal ein Event in Burghausen. Unter anderem auch die Weltmeisterschaft. Da kommen die aus allen Herren Ländern nach Burghausen, um dort auf der 1-Kilometer-Strecke den schnellsten Schwimmer zu finden. Mein erster Wettkampf war jetzt dieses Jahr im Januar, der German Open. Und mein Ziel war dann im März, die 1000 Meter zu schwimmen, um mich für die WM qualifizieren zu können. Und die musste man dann unter 25 Minuten schwimmen. Und darauf habe ich hintrainiert, das habe ich auch geschafft. Ich habe jetzt auch das Glück, bei der WM teilnehmen zu dürfen. Und das war natürlich schon ja, ganz toll. Und ich war auch stolz und oder bin stolz drauf, dass das klappt. Ja, jetzt muss man mal sehen. Gut 30 Minuten sind die drei Schwimmer bereits unterwegs. Bald werden sie die am Ufer wartenden Begleiter wieder erreicht haben. Weil der Mut kalt ist. Ganz toll. Aber es ist unglaublich. Also, der ist kälter als Adam gemessen hat. Ja, nee, ist,
Hier vorne am Rand ist es definitiv wärmer. Bei offiziellen Wettkämpfen ist denn auch die Wassertemperatur ein wichtiges Kriterium. Bei Events, die eine Wassertemperatur von unter 5 Grad vorweisen können, werden Rekorde auch dann international gewertet. Im Eiscup geht es dann noch weiter, bis 10 Grad wird dann das Event auch in die Eiscup-Wertung mit aufgenommen. Über 10 Grad, sagt man es, dann hat nichts mehr mit Eisschwimmen zu tun, da ist einfach nur ein bisschen kaltes Wasser. Aber das sind so die Grenzen. Also ab 5 Grad spricht man wirklich vom Eisschwimmen. Über 5 Grad würde ich selber sagen, ist Winterschwimmen, ist dann noch ein kleiner Unterschied. Ob Eisschwimmen oder Winterschwimmen, heißen Tee und warme Kleidung können die durchgefrorenen Sportler nun gut gebrauchen. Oder man geht in eine Sauna, die da ist. Da ist so eine, oft einmal bei den Wettkämpfen so eine mobile Sauna. Da kann man reingehen oder es sind Wasserzuber drin mit warmem Wasser. Da kann man sich reinsetzen. Und das muss auch jeder sehen. Manche mögen gar nicht in so einen Zuber rein, weil das Wasser viel zu warm ist. Und dann der Unterschied vom kalten Wasser in das warme, das ist dann oft mal so ein großer Unterschied, dass man das gar nicht unbedingt will. Manche ziehen sich einfach wieder an, warme Klamotten, so wie wir jetzt hier, weil wir haben ja jetzt hier keine Sauna, und zittern sich dann eben warm. Der Körper holt sich dann eben die Wärme wieder her durch das Zittern. Ich würde mich freuen, wenn ich euch alle in Ludwigshafen begrüßen könnte am 11.02., also 2 Wochen vor Fastnacht. Anmeldungen, hoffe ich, werden ab Dezember frei sein und dann könnt ihr euch melden. Strecken werden bei 50 Metern, 200 Metern und den 1000 Metern liegen. Also 50 Meter für Einsteiger sollte jeder schaffen.